Wie schlau sind bitte die Japaner? Die multiplizieren das ganz anders. Die haben hier die 21 mal 13. Für die 2 machen sie einfach zwei Striche. Für die 1 machen sie einen Strich, der ist hier gegenüber auf der anderen Seite. Jetzt nehmen Sie die andere Zahl, die 13. Von der 1 machen Sie wieder einen Strich und von der 3 machen Sie 1, 2, 3 Striche. Jetzt haben wir schon die Hälfte geschafft. Jetzt guckt man einfach, wie viele Kreuzungen, wie gibt es hier, wie viele Überschneidungen gibt es hier. 1, 2 mal wird es geschnitten, schreiben wir die 2 auf. In der Mitte, die mittlere Zahl, müssen wir uns das hier angucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und hier nochmal die 7. Das heißt, wir haben hier 7 Schnitte drin. Das heißt, wir schreiben die 7 auf. Hier haben wir 1, 2, 3, 3. 273, das ist das Ergebnis.